sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wiederhole es auch gerne am Mikro. Ich habe mich gerade bei den Saaldienern entsprechend bedankt, weil auch das noch mal an der Stelle ausgeführt. Ich glaube, das haben Sie in jeder Sitzung auch verdient. Danke, Sie helfen uns, mit den Hygienevorschriften umzugehen und die auch umzusetzen. Ja, sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade die Rede von Herrn Müller gehört. Ich bin ja froh, dass der Haushalt heute Morgen eingebracht wurde durch unseren Finanzminister. Sonst wäre die nächste Reaktion, der Antrag der AfD hat dazu geführt, dass in der Justiz was passiert. Das, meine Damen und Herren, können Sie alle schon nachlesen, auch in den Entwurf. Und ich freue mich auch auf die Beratung und möchte vielleicht sagen, es ist zutreffend. Das bestreitet ja kein Mensch, dass die saarländische Justiz aufgrund der konsolidierungsbedingten Stellenabbaus, den es seit 2013 in unserem Land gab, eine hohe Belastung in allen Laufbahnen zu schultern hat. Und dafür auch an der Stelle herzlichen Dank an alle die Kollegen, Kolleginnen in der saarländischen Justiz, die diesen Weg auch mitgegangen sind in der Zeit. Und dem wird aber bereits gegengesteuert und das auch nicht erst seit heute, sondern schon länger. Die Politik hat mit dem Pakt für den Rechtsstaat, Sie alle erinnern sich, bereits 2018 die Situation, auf die vom Dr. Dornis ja zu Recht geschildert wurde, nach einer Mitgliederversammlung des Richterbunds, das wir auch an der Stelle festhalten, und die eigentlich angekündigte und vorgesehene Diskussion des Richterbunds mit Vertretern der Politik ist ja leider Corona zu Opfer gefallen. Wir hätten uns, glaube ich, an der Stelle auch alle sehr gerne dort schon mit Dr. Dornis und den Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, um diese Frage zu diskutieren. Also wie gesagt, im Pakt für den Rechtsstaat sind Bundesmittel zum Einsatz gekommen, die den gerade diese Stellen mit 50% auch aus unserem Anteil aus Landesanteil bestritten werden, um diese Stellensituation zu verbessern. Das Saarland hat bereits vier geschaffen und auch zum 1. Dezember 2021 werden noch mal 8 weitere Stellen hinzutreten im höheren Justizdienst. Das ist auch schon entsprechend in den Haushalt beschrieben. Infolgedessen ist auch der Stellenabbau seit 2018 gestoppt. Das können wir so festhalten. Und seit 2019 bauen wir bei den Gerichten und der Staatsanwalt neue Stellen auf. Dazu meinen herzlichen Dank an den Finanz- und Justizminister Peter Strobel und auch genauso an den Staatssekretär Roland Theiss, die sich da vehement für einsetzen und auch immer ein offenes Ohr für die Kolleginnen und Kollegen aus allen Geschäftsbereichen der Justiz haben. Die neuen Stellen, die bei den Gerichten und bei der Staatsanwaltschaft geschaffen wurden, wurden gerade zur besseren Bekämpfung von Kriminalität personell in erheblichem Maße gestärkt in der letzten Zeit. Gegengesteuert wird auch in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes. Auch das ist ihrerseits angesprochen worden. Ich erinnere nur an Eintragungen im Grundbuchamt und Ähnliches. Wo früher Ruhestandsversetzung und auch Kündigung haben in diesen Bereichen die Situation verschärft, aber darauf antwortet mir. Daher gibt es auch eine Ausbildung und eine Einstellungsoffensive, die gestartet wurde, um dort entgegenzuwirken. Es werden derzeit so viele Bediensteten im mittleren Dienst und auch bei den Rechtspflegern ausgebildet, wie es seit Ewigkeiten nicht mehr der Fall war. Und im Entwurf vom Doppelhaushalt 2021 sind darüber hinaus auch 10 neue Stellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger und zusätzliche Stellen für Anwärter und Anwärterinnen im gehobenen sind es 15 und im mittleren Dienst, 28 vorgesehen. Auch in den Vollzugsanstalten hat der Haushaltsentwurf neue Stellen vorgesehen. Und das, meine Damen und Herren, denke ich, ist sehr wichtig. Und ich freue mich an der Stelle auch auf die Haushaltsberatungen, die wir dann entsprechend auch gerade im Einzelplan Justiz führen werden und auch aufzeigen zu können, was dort geschehen ist bisher und was auch in den nächsten Jahren weiterhin geschehen wird. Und ich denke,
Es ist demonstriert worden, aber auch das waren, was dort vermittelt wurde oder mitgeteilt wurde, ist einem bekannt, wenn man kontinuierlich mit allen Vertretern im Gespräch ist. Und das, habe ich einmal gesagt, ist vom Ministerium aus immer ein offenes Ohr da. Und das kann ich auch für meine Fraktion bestätigen. Wir sind immer Ansprechpartner in der Situation. Und ich habe es auch immer noch mal in den Haushaltsberatungen insbesondere, auch drücke ich immer wieder meinen Dank aus gegenüber den Frauen und Männern im Bereich der Justiz, weil sie uns helfen, damit unser Land ein sicheres Land ist und auch gerade im Interesse von unseren Bürger und Bürgerinnen, denke ich, ist richtig. Und ich möchte vielleicht schließen heute, indem ich den Minister von heute Morgen, den Finanzminister, zitiere, indem er so schön das gesagt hat: Hinzu kommen Personalverstärkungen im Bereich der Justiz, bei den Gerichten und bei den Justizvollzugsanstalten sowie in der Klinik für forensische Psychiatrie. Unsere Polizei und unsere Justiz werden gestärkt und dadurch auch in ihrer beruflichen Perspektive attraktiver. Das sind wichtige Maßnahmen im Interesse der Beschäftigten, aber auch im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Vielen Dank, meine Damen und Herren.